Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 4. Juni 2018. Mein Name ist Norbert Gieso. Wir können uns ja anhand der Transite, also der Bewegung der Planeten, nicht unbedingt aussuchen, welche Ereignisse diese Transite in unser Leben bringen oder auch welche inneren Kräfte, Potenziale oder auch Widerstände oder Hemmnisse diese Transite in uns bewirken. Wir können aber uns entscheiden, wie wir auf das, was auf uns herantritt, reagieren wollen. Beispielsweise ist es ja immer so, wenn wir in Konflikte mit anderen Menschen kommen, dass wir dann auch diese Konflikte mit diesen Menschen austragen. Es ist aber auch genauso gut möglich, dass wir sozusagen bei uns bleiben, dass wir sozusagen das, was beispielsweise andere Menschen oder Ereignisse in uns auslösen, beispielsweise Gefühle, dass wir nicht diese Gefühle sofort wieder zurückagieren müssen oder beweisen müssen, dass wir im Recht sind oder dass das, was wir fühlen, richtiger ist, sondern wir können auch bei uns bleiben und können sagen, aha, hier ist ein angenehmes oder ein unangenehmes Gefühl oder sogar ein Gefühlskomplex in mir angeregt worden, aber ich bleibe bei mir, ich beobachte mein Gefühl in mir und spare mir die Reaktion nach außen, die ja dann oft auch karmamäßig alles Mögliche nach sich zieht, ein Konflikt aus einer Auseinandersetzung, während, wenn ich bei mir bleibe, ich die Geschichte in mir auch mehr oder weniger lösen kann. Was ist astrologisch los in den nächsten Tagen zu dieser neuen Woche? Die Sonne hier im 14. Grad des Zwillings hat jetzt noch 16 Tage, bis sie zur Sommersonnenwende kommt. So lange werden jetzt die Nächte noch kürzer, die Tage noch länger im Zwilling. Und wir haben hier den Mond im Wassermann, der auf die Sonne zuläuft. Wir befinden uns also in der abnehmenden Phase des Mondes, die dann irgendwann zum Neumond führt. Heute am Montag, der Montag beginnt mit dem Mond im Wassermann. Mond im Wassermann ist immer ein wenig rebellisch gegen an, möchte nicht irgendwie sich anpassen oder den üblichen Normen folgen, sondern sein eigenes Ding machen. Mit dem Mond im Wassermann geht es auch darum, sozusagen die Dinge geistig einordnen zu können und aufgrund dieser geistigen Einordbarkeit auch sich selber mehr Freiraum zu verschaffen. Also Freiraum, Freiheit, kontra eingebunden sein, Pflichten kann mit Mond im Wassermann ein Thema sein. Morgen Mittag, also Dienstagmittag, geht es dann in die Fische, was ja grundsätzlich immer bedeutet, dass da mit dem Mond im Fischen die Grundstimmung sehr viel emotionaler wird, sehr viel spiritueller, sehr viel feiner, aber auch weniger konturiert. Und da kommt es dann eben morgen am Mittwoch dann zum abnehmen Halbquadrat zwischen Mond, Fische und Sonne, Zwillinge, zwischen dem Emotionalen und dem Mentalen. Interessant ist auch die Venus. Venus läuft ja hier im Wasserzeichen Krebs und tritt jetzt in den nächsten Tagen in die Opposition zum Pluto im Steinbock. Dieser Aspekt ist am frühen Mittwochmorgen genau, wird uns also jetzt diese beiden Tage auch irgendwie beschäftigen. Venus hat ja mit Werten zu tun, Pluto oft mit Wandelbarkeit. Das bedeutet im Grunde auch, dass hier ein kurzfristiger Wertewandel im Gange ist. Vielleicht müssen wir oder dürfen wir erkennen, dass manche Dinge, denen wir einen bestimmten Wert geben, diesen Wert gar nicht in Wirklichkeit hat. Andererseits steht Venus auch für Beziehung. Hier kann es zu Machtkämpfen kommen oder dass hier auch die eine oder andere Schattenbereich deutlich wird, aber auch eine möglicherweise sehr große Intensität und Tiefe und Verbundenheit in den Gefühlen ist hier möglich. Merkur läuft ins Quadrat, Sonne und Merkur laufen ins Quadrat allmählich zu Neptun. Merkur erreicht das schon am Mittwoch, die Sonne dann am Donnerstag. Ein Aspekt, den ich noch besprechen muss, was aber auch bedeutet, dass die Klarheit des Zwillings hier
etwas vernebelt wird vom Neptun. Eine Stellung, wo es im Grunde darum geht, herauszufinden, was kann ich mit dem Kopf, mit dem Verstand klären und was kann ich damit nicht klären, weil es sich einfach jenseits dessen, was geistig erklärbar ist, befindet. Alle weiteren Aspekte und Konstellationen beschreibe ich wie gewohnt in den nächsten Tagen. Ich wünsche uns heute einen schönen Wochenanfang, einen schönen Montag und sage Tschüss, bis morgen.